Mein Name ist Bernhard Dilk, Mitglied der Tiroler Landesregierung, zuständig für Gesundheit, Pflege und Wissenschaft. Wie ist die Gesundheitsversorgung in Tirol aufgestellt? Na, grundsätzlich dürfen wir in einem Bundesland leben, wo die Gesundheitsversorgung und die pflegerische Versorgung, denke ich, gut aufgestellt ist. Wir haben 10 öffentliche Spitäler, 89 Pflegeheime, 63 Sozial- und Gesundheitssprechel, mobile Dienste, die im Bereich der Pflege versorgen. Wir geben rund 1,7 Milliarden Euro aus in diesen Bereichen jedes Jahr, Gemeinden, Land Tirol, Bund und Sozialversicherungen. Aber selbstverständlich haben auch wir natürlich Herausforderungen zu meistern. Und diese Herausforderungen kommen einerseits natürlich von der demografischen Entwicklung her. Und die demografische Entwicklung heißt, dass wir zwar immer alle älter werden, aber sie heißt eben auch, dass wir mehr chronisch Erkrankte versorgen müssen. Und das natürlich auch in den großen Krankheitsbildern wie Demenz und Parkinson, wie Herzinsuffizienz, wie Bluthochdruck, wie Diabetes, neben natürlich den onkologischen Erkrankungen, die natürlich tagtäglich präsent sind. Und das ist eine große Aufgabe und auf das müssen wir uns gut vorbereiten. Jetzt geht es um die Herzinsuffizienz. Was genau ist Herzmobil? Herzmobil Tirol ist ein sektorenübergreifender Behandlungspfad, der aufgestellt ist zwischen Spital, niedergelassenen Ärzten, im Netzwerk zwischen Ärzten und spezialisierter Pflege, wo erkrankte Personen, chronisch erkrankte Personen sektorenübergreifend versorgt werden. Und das ist auch die Innovation und das Neue daran. Und diese Versorgungsnetzwerke haben wir auch mit Lösungen aus der Telemedizin, aus dem Bereich der Telegesundheitsdienste versorgt. Und das ist subsumiert unter dem Begriff Herzmobil Tirol.